Heute vergleiche ich das Nokia XR20 mit dem Samsung Galaxy S21 Ultra. In diesem Vergleich treten beide Produkte gegeneinander an. Ich vergleiche die Unterschiede der Fakten von beiden Geräten in den Kategorien Design, Bildschirm, Leistung, Kameras, Audio, Akku und Eigenschaften. Am Ende des Videos gibt es ein Gesamtergebnis. In der Beschreibung unten findet ihr aktuelle Amazon-Bewertungen und Preise zu beiden Smartphones. Design. Bei der Kategorie Design ist das Galaxy S21 Ultra mit 82 zu 80 Punkten sehr knapp vorne. Es glänzt hier mit folgenden Vorteilen: 19 Gramm leichter, 1,7 mm dünner, 5,9 mm schmaler, 6,5 mm kürzer und 25% geringeres Volumen. Bildschirm. In der Kategorie Bildschirm ist das Galaxy S21 Ultra mit 98 zu 50 Punkten eindeutig vorne. Es sticht hier durch folgende Vorteile heraus: 30% höhere Pixeldichte, 1,8-fach höhere Auflösung, 1,9% größere Bildschirmgröße, OLED bzw. AMOLED-Bildschirm, 950 Nits heller, hat ein Display für HDR10+, Bildschirm ist immer an, hat TouchForce bzw. 3D Touch und hat ein gekrümmtes Display. Das Nokia XR20 hat auch seine Stärke und folgenden Vorteil: besitzt ein IPS-Panel. Leistung. Im Bereich Leistung gewinnt das Galaxy S21 Ultra eindeutig mit 100 zu 73 Punkten. Es punktet hier mit folgenden Vorteilen: 10 GB mehr Arbeitsspeicher, 36% schnellerer Prozessortakt, 384 GB mehr interner Speicher, 3 Nanometer kleinere Halbleitergröße, 1067 MHz höhere Arbeitsspeichergeschwindigkeit, hat NX-Bit, nutzt HMP, 34 GB pro Sekunde größere Arbeitsspeicherbandbreite, 2,4-fach höheres Benchmark-Ergebnis, eine Unterstützung für neuere DDR-Arbeitsspeicherversion und hat AVX. Das Nokia XR20 hat auch etwas vorzuweisen und folgenden Vorteil: hat einen externen Speichereinschub. Kameras. Bei der Kategorie Kameras gewinnt das Galaxy S21 Ultra eindeutig mit 91 zu 70 Punkten. Es glänzt hier mit folgenden Vorteilen: 2,3-fach mehr Megapixel der Hauptkamera, 5-fach mehr Megapixel der Frontkamera, verfügt über eingebaute optische Bildstabilisierung, 3,2-fach bessere Qualität der Videoaufnahme, hat einen hintergrundbeleuchteten Sensor, BSI, unterstützt Serienbilder, hat Laser-Autofokus und es speichert Fotos auch im Rohdatenformat. Das Nokia XR20 kann auch punkten und folgenden Vorteil: hat einen vorderseitigen LED-Blitz. Audio. Beim Punkt Audio ist das Nokia XR20 mit 62 zu 37 Punkten eindeutig vorne. Es sticht hier durch folgenden Vorteil heraus: hat einen 3,5 mm Klinkenstecker. Akku. Bei der Kategorie Akku ist das Galaxy S21 Ultra mit 95 zu 67 Punkten eindeutig vorne. Es kann hier durch folgende Vorteile überzeugen: 8% mehr Akkuleistung und kann andere Geräte kabellos aufladen, Reverse Wireless Charging. Eigenschaften. Bei der Kategorie Eigenschaften gewinnt das Galaxy S21 Ultra deutlich mit 92 zu 86 Punkten. Es sticht hier durch folgende Vorteile heraus: 20% schnellere Downloads, 0,1 Versionspunkte neuere Bluetooth-Version, 0,2 aktuellere USB-Version, unterstützt ANT+, hat ein Barometer und kann als PC benutzt werden. Das Nokia XR20 hat auch seine Stärke mit folgenden Vorteil: 1,6-fach schnellere Uploads. Ergebnis. In der Gesamtwertung schlägt das Samsung Galaxy S21 Ultra das Nokia XR20 mit 95 zu 70 Punkten eindeutig.
Schaut euch unbedingt auch die Erfahrungsberichte auf Amazon an. Ich habe euch beide Handys unten verlinkt. Wenn euch dieser Vergleich auf Basis von Produktmerkmalen gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Und wenn euch etwas fehlt oder sich ein Fehler eingeschlichen haben sollte, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Lasst mich und alle anderen gerne wissen, für welches Gerät ihr euch entschieden habt und warum. Ich freue mich über jeden Like. Wenn ihr neue Vergleiche nicht verpassen wollt, abonniert jetzt meinen Kanal und klickt auf die Glocke.